Heute am Morgen habe ich auf meinem Gerät einen gesponserten Beitrag auf Instagram vom Yoga Studio Luzern im Pascal Portmann, ganz ein sympathischer Herr, hat es mich gedacht und ich habe diesen Beitrag ein paar Mal gern angeschaut und mir auch überlegt, hat er sich irgendwo noch ein Hintertürli offen gehalten, damit er doch nicht immer ganz so harmonisch muss sein, wie das jetzt da so tönt hat. Also ganz sozial und ganz nur ökologisch. Haltet ihr das wirklich durch? Ich habe zum Teil gewisse Bedenken. Aber es ist ganz klar, wir wollen hohe Ziele, die wir anstreben. Manchmal erreichen wir sie nicht, manchmal müssen wir uns noch einmal, noch mehr bemühen, völlig klar. Was mich hier ganz besonders beeindruckt bei ihm, das ist, dass er die Gemeinschaft über den Einzelnen stellt, wie es scheint. Wie ist es möglich, die Gemeinschaft höher zu werten als den Einzelnen, ohne dabei von der Gemeinschaft fremd bestimmt zu werden, die Autonomie zu verlieren und gleichsam zu einem Ding zu werden. Das ist möglich, indem wir uns, wie es Patanjali bereits auch schon gelehrt hat, frei machen von allen Autoritäten und nur uns ausrichten nach innen, wo wir vom Moment und vom Hier uns total leiten lassen, hier hineinspüren, komplett uns mit dem Atem wie gleichsam auflösen und so in Verbindung kommen mit, wir sagen, mit dem Höheren Selbst, es gibt da verschiedene Ausdrücke, es gibt auch Gott, es gibt den großen Geist, wie immer wir dem sagen wollen, es gibt diese Instanz in der Metaphysik, sie geht durch alles hindurch, wir können uns mit ihr verbinden und wenn wir das tun, sind wir mit allen anderen verbunden, wie uns der Atem auch, alle verbindet. Und sind so gleichzeitig total verbunden und eins und doch frei, wie es sonst nur die Vögel sein können. Frei im Himmel, schwebend, frei aber auch immer wieder auf Futter angewiesen. Vorsicht, es gelten dann durchaus auch die Gesetze des Planeten. Treibt sich herum. Haben die Mitarbeiter gleiche Löhne? Ist das Unternehmen sozial-ökologisch aufgestellt? Die Gemeinschaft über den Einzelnen stellt. Und das ist ein ganz urschamanischer Ansatz natürlich, wo ich gerne auch Hand biete und mich auch um eine Kooperation bewerbe. Beim Pascal Portmann. Er bietet das ausdrücklich auch an. Schauen wir doch einmal in sein Video rein. Ganz klar, dass eine Kooperation das nachhaltigste und das wirkvollste Instrument ist, das die Menschheit je erfunden hat. Seit 15 Jahren leite ich das Yoga-Studio Luzern und meine Intention in diesem Unternehmen ist die, dass ich mit gleichberechtigten Menschen zusammen unterwegs bin, weil für uns Kooperation, Zusammenarbeit, Gleichberechtigung einen sehr hohen Stellenwert hat. Gemeinwohl und Kooperation anheben. Vielen Dank, Pascal Portmann. Ich erlaube mir gerne auch den Hinweis auf eine Produktion von mir. Sie kennen vielleicht bereits auch schon, dass ich schamanisch ja seit 22 Jahren schon aktiv auch bin. Das ist hier mein letztes Buch, das ich herausgegeben habe. Schatten der Wikipedia, wie halt leider der echte
Schamanismus immer noch nicht verstanden worden ist, von Wikipedia zum Beispiel, weil es auch nicht möglich war, bei Wikipedia gewisse Ergänzungen zu machen, habe ich dann halt ein Buch schreiben mit meinen Ergänzungen dazu. Hier interessant, ich bin auch unterwegs mit einer Schülerin von ihnen zu einem schamanischen Workshop, wo wir ein paar Tage miteinander verbracht haben. Es gibt hier dazu ab Seite 172, sind etwa 20 Seiten oder so speziell, die mit ihr zusammen entstanden sind. Titel heisst da: Auf dem Weg zu einem schamanischen Tantra. Vielleicht auch für sie einen interessanten Beitrag. Zusammen entstanden mit einer Schülerin von ihnen. Würde mich interessieren, wenn sie dazu noch etwas würden, Rückmeldung machen würden. Bleiben wir im Kontakt und vielleicht finden wir sogar noch zu einer auch. So sollten wir nicht sozial sein. Finanzielle Zusammenarbeit. Würde mich freuen. Auf Wiederhören. Es gibt in Luzern einen etwa 35-jährigen Mann, der ganz ein wildes Aussehen hat, eine ganz besondere Frisur mit langen Haaren. Treibt sich herum, er hält sich auf im Zentrum und ich sehe ihn öfters und er kommt dann mit irgendwelchen Karten, die er mit Gedichten oder so beschrieben hat und will die mir verkaufen. Ich sage dann jeweils: Du, hör auf, ich habe selber genug Probleme. Es ist schade, dieser Mann könnte mehr. Er lebt auf Kosten der Gemeinschaft, weil man das einfach so hinnimmt. Aber er könnte mehr. Er ist kein Künstler. Dazu hat er nicht das Talent. Er müsste tatsächlich ein bisschen mehr schuften, halt eben. Wie man sagt, andere strengen sich doch Tag für Tag an. Auch dieser Mann kann es und ich habe es nicht gerne, wenn man die früher Ausgegrenzten heute so hätschelt von der Gassenküche. Ich fahre da tagtäglich hin und her, sie sind im Bus, sie stinken zum Teil, man hätschelt sie und sie werden irgendwie unangenehm gegenüber von Leuten, die sich nicht so gut wehren können. Meine Mutter zum Beispiel, sie sagt mir jeden Tag: Du, ist das eigentlich normal? Hatte es immer so viel Bettler in Luzern? Und sie sind höflich, aber sie sind einfach sehr aufsässig und sie nehmen den Leuten einfach das Geld ab, die nicht wirklich Nein sagen können, die älteren Leute. Ich habe es nicht gerne. So sollten wir nicht sozial sein. Wir sollten bei Zeiten schauen, dass die Leute nicht so an den Rand hinausgedrängt werden. Das beginnt beim Elternhaus, es beginnt bei der Schule. Die dürfen uns nicht abhanden kommen. Sie können mich gerne rufen, wenn man da die Leute wieder zusammenbringen muss, dass sie nicht so uns abhanden kommen und nur noch auf unsere Kosten leben. Ich habe Leute hier im Haus, die sind einfach belästigt worden. Ein Bettler hat ihnen an den Wagen gepisst. Das darf einfach nicht sein.